Zeit. Ein Song spiele ich noch heute Abend. Und dann nur noch Zugaben. Es ist immer gut, wenn in der Zeitung steht, Herr Oerding spielte 17 Zugaben. Die Leute haben ihn einfach nicht gehen lassen. 17 Zugaben. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr nach jedem Song jetzt einfach immer Zugaben. Nee, besser nicht. Das war sehr schön, was ihr gemacht habt gerade. War da Alkohol im Spiel? Oder Restalkohol? War jemand gestern feiern? Ja, weil du willst ja mit mir reden, nicht ich. Da musst du dich dran gewöhnen, ich rede sehr viel zwischen den Songs. Aber es ist halt so, es hat sich einiges geändert von dem ganzen Leben, wo ich in Hamburg gespielt habe, vor 10 Leuten im Stageclub und so weiter. Wir haben uns da meine Video hochgespielt und jetzt bei diesen großen Konzerten gibt es eine Neuheit, die war mir so auch nicht bewusst, aber ich kriege immer vorher ein Sicherheitsbriefing hinter der Bühne. Da kommt der Polizeichef hier in Hamburg, der Sheriff kommt. Der Sheriff? Und sagt, Herr Oerdinger. Das ist wirklich passiert. Ich hab gedacht, du Penner, ey. Ich muss mal bei Wikipedia gucken, wie ich heiße. Herr Oerdinger. Also, es ist ja so, wir haben uns mit ihrer Musik befasst und haben uns auch mal in die Texte reingehört und da ist uns aufgefallen, dass sie hin und wieder was über Alkohol singen und das auch mehr oder weniger verherrlichen, würde ich dies, ja doch, auch. Und ich möge doch bitte darauf achten, denn es sind ja Kinder im Stadtpark auch. Kinder. Bist du ein Kind? Wie alt bist du denn? 13. Du hast noch ein gutes Jahr. Und dann. Ja. Dann gründest du eine Band oder so. Deshalb musst du jetzt ganz gut zuhören, dass, wenn der Zeitpunkt kommt, du dich für die richtige Seite entscheidest. Und wie gesagt, der Sheriff meinte, können Sie den Kindern mal bitte ein bisschen auf den Weg geben, dass es wirklich nicht so gut ist mit dem Alkohol. Das muss ich wirklich sagen. Ist nicht gut. Wie kann ich das besonders seriös machen? Wie kann ich das eindringlich, vielleicht sogar ein bisschen abschreckend, euch kleinen Kindern vermitteln? Und da habe ich am Mischpult ein bisschen rumprobiert mit Spiko und da haben wir so einen Knopf gefunden. Den fand ich gut. Machen wir an, Spiko. So. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen dramatische Musik. Alkohol ist böse. Reicht. So, Auftrag erfüllt. Auftrag erfüllt. Die weint. Das wollte ich nicht. Herr, wie kannst du mal ein Bier bringen, damit die Stimme wieder. Kann ich nicht gebrauchen jetzt hier, die Stimme. Aber ich muss auch fair meinen Freunden von der Alkoholindustrie gegenüber sein. Ist nicht nur schlecht. Alkohol kann zum Beispiel Nagellack entfernen. Oder wenn du mal angeschossen wirst, kannst du die Wunde damit desinfizieren. Oder Lieder schreiben, so wie ich es jetzt gemacht. Nächster Song heißt Nie wieder Alkohol.